Hallo. Eine offizielle Demonstration. Kommen für die Fotos. Ja. Fotos, sie machen ja so gern Fotos. Du willst fotografieren sie. Ach so, ja, dann wäre es doch schön. Von da oben werden wir auch fotografiert. Ja, aber der hat. Ja, aber dann machen sie vielleicht ein Foto von mir mit der Petition. Weil leider ist schon. Gut, ja. Ja. Also ziehen wir die Petition an. Ja. Jetzt werden wir spiegeln. Nein, spiegeln. Ja, man sieht gut, ja. Okay. Ja. Petition der Bürgerinnenversammlung vor dem Schloss Mitterau am 26. Oktober 2020. An Herrn Domitier Felix Montecuccoli, Mitterau 7. Sehr geehrter Herr Montecuccoli, nachdem das Projekt Windpark Hafen am 24. Oktober 2009 zu betreiben auf die Bürgerinnenversammlung wurde, wollen wir ein Umdenken einleiten und die Aufwertung der Region von Steinerwald in der Naturschutz fotografieren. Wir fordern daher, ja, die Bürgermitten in Steinerwald in der Naturschutz. Gerne wollen wir Sie dabei unterstützen, um mit Ihnen persönlich neue Möglichkeiten zu bezeichnen und die Region von Steinerwald. In einer selbstbewussten Anschlussorientierung und wirtschaftlich prosperierenden Ortsteil der Region Österreich zu verwandeln. Da sind leider nicht persönlich im Pfannenmaßen gelassen, zur Petition am Montag, den 26. Oktober, an Ihrem Tor und freuen uns schon jetzt auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Danke und liebe Grüße, Bürgerinitiative, Freunde des Kultusteinerwalds, Bürgerinnenversammlung am 26. Oktober 2019.
Formen für den Kanzler sowieso nicht gleich. So, der Führer. Ich hänge das jetzt da. Ja, der Fotograf ist eh drin, wenn das geht. Wir schauen mal in die falsche Richtung. Also, was ich mache, ist aber hängen. Hängen einfach da hin. Ja. Gut, gerade schauen. So, oh, was bleibt schon? Super. Nice. Das Video ohne ist auf 50 Minuten. Das ist noch nicht so. Sie holen gleich die Gendarmerie, wenn man jetzt einen Grundstück hat. Warum habt ihr euch hergenommen? Warum rennt ihr jetzt mit der Oberhand? Wenn man nicht so schützt, dass ihr hier geht. Warum rennt ihr jetzt am Wagen? Ihr seid gegen den Hinterrand, oder? Ja, haben Sie sich schon mal nicht gemacht? Aber sie hat schon scharf gemacht. Es gibt da genug Betreiber. Da ist kein Haus oben, oder? Ja, aber musst du unbedingt alles in den Wald sein. Ja, aufgepasst, der Wald wird ja rum, was du da rumkommst. Das gehört nicht alle. Das ist sicher, der Wald ist eine Erholung für alle. Geht zu einem anderen. Und der Montecuccoli sagt mir, der darf nicht rauf, ja? Im Einheimischen. Und der sagt mir, wir machen einen Schrank fertig. Es gibt ein Gesetz, ja? Das der Privatwald ist. Das ist im Österreich-Gesetz. Bundesforster. Ja. Bundesforster. Nein, ihr müsst euch informieren. Weil wir haben uns ja damit befasst. Wir haben uns mit der befasst. Wir haben in Österreich. Warum? Denkt an eure Kinder, warum wachsen die Müllberge? Warum wachsen die? Wir haben in Österreich zu viel Energie. Nur für den Dreck. Ja, wer macht den Dreck? Ich mache das, wer nicht sehen, oder? Er macht keinen Dreck, er macht keinen Müll. Ja, ja. Heißt die Dame wirklich Lord? Mit so viel Aggression leben wir und lasst euch nicht von kriminellen Politikern an der Nase rumführen. Ne? Das ist euer Problem. Herr Knoblauch, wie ist es eigentlich? Jetzt steht da, Betreten des Waldweges verboten. Genau. Kann das sein? Sind wir da jetzt illegal? Sind die Leute da jetzt illegal unterwegs? Naja, das will der Betreiber, aber rechtsmäßig ist es nicht, kann es nicht durchsetzen. Warum nicht? Es ist die Eröffnung des Waldes. Es kann jeder zu Fuß hingehen, wo er will, außer ein paar Einschränkungen, Wiederbewaldungsflächen und so weiter. Aber so einen Weitwanderweg aus Protest abzusperren ist überhaupt nicht relevant. Also es ist jetzt, wir sind aus Wien, wir kennen uns noch nicht so aus, aber was ich gehört habe, geht da ja ein Weitwanderweg, der Waldviertel nach Mariazell führt durch. Das heißt, Weitwanderweg 653, ja, der geht vom Nebelstein bis auf Eibiswald. Nicht? Das ist der 653er Weitwanderweg, Nord-Süd-Verbindung, komplett durch ganz Österreich. Und den betreibt man heute, obwohl man laut diesen einen Absperrung nicht sein dürfte, aber das hat gesetzlich keinen Hintergrund. Okay, danke für mich.